Dann glaube ich, müssen wir nur gucken, ob wir noch ein bisschen tuddeln können. So, da ist jetzt da zwar gut eine halbe Stunde weg, aber automatischer Speicherpunkt, weil ich sehe nicht ein, dass dafür jetzt Kohle weg ist. Alter, jetzt haben wir das. Ah, okay. Es ist hier. So, jetzt müssen wir gucken. Na, man kann halt nicht einfach so speichern, geht nur an bestimmten Stellen. Ah, so wie hier, okay. Und sowas wie ein Autosave gibt es nicht, ist ja für Anfänger. Ah, das ist dann übel. Okay, also wir haben hier gespeichert, hier hat er ein Autosave. Okay. So, pfiffige Schmiede. Was können wir denn bauen? Gehen wir doch mal wieder gucken. Stufenaufstieg. Ja, neue Handwerksfähigkeiten. Potenzial erhöht um 8. Krasser Quadrakracher ist ein doppelstarker Schlag über ein Quadrat aus 4 Feldern. Perfekt, um größere Gegenstände zu schmieden. Der Tigerelle erlernt eisiger Einschlag. Eisiger Einschlag ist ein bitterkalter Luftstoß, der die Temperatur um 300 Grad senkt. Du setzt ihn also am besten ein, wenn du präzisere Schläge machen möchtest. So, was haben wir denn hier? Das ist wohl nur ein Set. Das hat eine Abwehr. Es ist halt echt so ein Ding, das ist halt, ne, um ein. Abwehr um einen erhöht. Das ist halt, da lohnt sich der Aufwand nicht in meinen Augen für eine Abwehr. So. Gehen wir mal raus und nochmal rein, ob wir nochmal Level Up haben, weil aus irgendeinem Grund gibt es da immer nur eins. Nein, kein Stufenaufstieg mehr, okay. So, Rüstungen schmieden. Alle. Okay, wir machen das anders. Wir fangen mal an mit Rüstungen. Alles schlechter als das, was wir haben. Also, da können wir schon mal nichts machen. Kleidung. Schimmernder Smoking um einen, ja jeder so um einen. Ich sag, das sehe ich halt nicht ein. Generalsgarnitur, das würde sich tatsächlich. Kleid der Kriegerprinzessin gehört zu einem Xet. Das hat doch Serena an, ne? Genau, Amethyst. Also das bei ihm bringt schon mal was, das probieren wir mal. Müssen wir mal wieder ein bisschen craften. So, Finesse, krasser. Alter. Stärke und Chance auf kritische Treffer erhöht. Wow. Ach, hier ist es erhöht. Oh, jetzt haben wir nichts mehr. Ja, jetzt ist er wieder erhöht, jetzt habe ich aber nichts mehr. So.
Na, immerhin gelungen. Eine Generalsgarnitur her. Haben wir 9 Perfektionistenkugeln gekriegt? So, Ausrüstung für Henrik. Gehört auch zu einem Set. So. Was haben wir denn hier eigentlich? Hier haben wir schon mal nichts. Ja, da hat immer noch Eisschaden drin, ne? Das sollten wir vielleicht auch mal ändern. Oberniedliche, ja, da geht alles runter. Mehr LP, weniger Abwehr, ist doof. LP geht hoch, Schaden geht hoch, immer Abwehr runter. So ein Scheißendreck hier. Angriff geht hoch, Abwehr runter. Und da haben wir nichts gescheit. So, was haben wir denn hier? So, du brauchst Zombiespalter, das ist kein Giftmesser. Ja, da haben wir nichts. So, Stärkering, Angriff. Linke Hand. Leimohrringe geben Abwehr, aber Angriff linke Hand geht ein bisschen runter. Ja, gut, das ist aber, dann nehmen wir mal wieder. So, Abwehr. Linkheit. Hey, das hat alles nicht so geil, ne? Was ist denn das hier? Mit Hals, der den Schutz vor Gift dient. So, gucken wir erstmal weiter. Oh, das wird wieder eine Nummer, hä? Erstmal Rüstungen schmieden. Platin-Kopfschutz können wir nicht. Der ist sogar mehr, den könnte man mal denken, Kappe. Würde halt bei ihm 10 bringen, ne? Zauberkünste steigert die magische Kräfte all jener, die sie aufsetzen. Das wäre bei ihm gar nicht mal so blöd, weil er könnte heilen. Aber nicht wirklich sinnvoll. Der Krone der Kriegerprinzessin? Sie hat das aus.
So, Krone der Kriegerprinzessin wird Jade. Probier mal. Eisiger Knisterkracher. Knapp drüber. Jo, das sollte schon mal ein bisschen was Besseres werden, ne? Gelungen. Krone der Kriegerprinzessin plus 2. So, Krone der Kriegerprinzessin plus 2. Für Jade. Chance auf kritische Treffer 1%. Charm. Magische Macht brauchst du ja auch nicht. So. Dann weiter. Ah, da müssen wir jetzt durch. Sorry, aber ja. So. Warte mal, Kleidung. Leid der Kriegerprinzessin sind halt 3. Aber es wäre halt, das Set wäre dann vollständig. Probieren wir mal. Ach du Scheiße. Ey, come on! Doppelter. Oh, come on, du verarschst mich doch! Schneller. Alter, really? Oh, habe ich nichts mehr. Na gut. Und? Ah, oh, plus 2. So, dann gleich ausrüsten. Jade. So, dann müsste ich doch hier jetzt aber das Outfit haben, oder? Oh, nice. Sieht die schick aus. Ich glaube, das lassen wir hier mal. Gibt es bei den Teilen eigentlich Tiara der Göttin? Seligen, Seligen, das ist auch die Heilige. Haben wir schon. So. Und er hat jetzt Generalskarnitur, da gibt es doch auch ein Kopfding, oder? Müssen wir mal googeln.
Helme, Krone. Platin Kopfschutz. Magisches Tierhorn. Oh, können wir ja doch. Man gibt ihm auch noch mal gut Abwehr, ne? Multikracher. Oh. Erstmal hochpowern. Der nächste Schlag wird doppelt so stark. Wow! Fuyo, Alter! Das wird aber nichts gut. Eieieiei. Warum sind die einige gerade so derbe hochgeschossen, Alter? Oh, versagt. Wow. Platin Kopfschutz. Dann probieren wir nochmal. Kann ja nicht angehen, dass der mich hier so verarscht. Woo. Okay. Mit halb so stark. Ach, Scheiße. Da war er zu gierig. Jawohl! Geht doch! Platin Kopfschutz plus 3. So, setzen wir ihn gleich auf. Stahlhelm. Puh, ein bisschen mehr. General. Reitstiefel. Uno momento. Reitstiefel? Wo gibt's denn hier Stiefel? Hier gibt's keine Stiefel. Hüte, Helme, Kleidung. Gibt's denn hier Stiefel? Sag mal. So, was haben wir denn hier? Also da können wir schon mal gar nicht, das bringt gar nichts. Kleidung. Wie macht das Smoking? Okay, die finde ich gerade nicht. Zubehör?
Wasserstein. Fußbekleidung. Mineralsreinstiefel. Können wir. Haben wir gefunden? Oh. Das ist ja mal ein ekliges Teil. Ein geschmiedener Zwilling. So, Zwilling. So. Oh, glaub, das geht in die Hose. So, zwei habe ich noch. Oh, come on! Müssen wir mal googeln. Schwach, oder? Ja. Generalsreitstiefel. Schauen wir mal. Problem ist, wo legt man die denn an? Ah, da. Okay, geht aber alles hoch. Dann nehmen wir sie trotzdem. So, schauen wir mal noch Waffen. Also. Da will ich hin. Schauen wir mal noch Waffen. So, Schwerter. So, er braucht einen Bihänder. Okay, wir probieren's. Mein Kohle haben wir genug. Ach du Scheiße. Ah, das ist nicht gut. Erhöhter Chance auf einen kritischen Treffer. Oh, ist der teuer. Scheiße. Was? Ist Schiss? Ey, come on jetzt, du verarscht mich doch! Scheiße. Ah! Ah. Der war, puh!
Würmzahn. Perfekt, nice! Sieben Perfektionistenperlen. So, Würmzahn, legen wir ihn gleich an, sonst komme ich nachher wieder durcheinander und vergesse die Hälfte. Da geht der Angriff gut hoch. So, für Tigerle werden wir nichts großartig Besseres finden. Waffen. Zauberstäbe haben wir nur sie. Das ist Angriff. Brauchen weißen Stäbe, ne? Okay. Nicht so geil. Ja, aber das ist halt zum Damage, ne? So, was hat denn der? Ein schöner Stab, dessen Form an die Flügel eines Engels erinnert und der wahre Wunder wirkt, was die kurativen Fähigkeiten betrifft, über die sein Besitzer verfügen kann. Magische Heilkraft, Angriff. MP-Absorption plus 4. Seraphenstab, den kriegt sie. Mondo Drecksau! So. Halt, warte mal. War zu weit. Wir belassen es mal dabei. Immerhin plus 1. So, Sirena. Die hat doch eine beidhändige, oder? Okay. Er hat keine beidhändige. Magische Heilkraft geht hier aber runter. Erstmal speichern, was wir bisher haben. So. Hm.
Wo hat denn er dieses beidhändige, kategorische, steigert die durch Kräftigung verliehenen Boni? Stärke plus 5. Wo hat denn er seinen Doppeldingsbums drin? Kategorische Kräftigung, sag mal. Das hier ist alles Clown. Das ist doch Beschiss hier. Hat der das nicht? Das Stecken des Erweckens, eine Arkane, die ein Gefallenes garantiert in die Welt der Lebenden zurückholen kann. Der wäre geil. Aber da fehlen uns nur 2 Punkte. So, Hendrik. Heldentum, was haben wir denn da oben? Beischneidiger Hieb. Fügt einem Feind eine ganze Menge Schaden zu, was allerdings auch zu Lasten der LP des Nutzers geht. Den finde ich ungeil. Stärke wiederum finde ich gut. Für das Aktivieren von 20 Talentfändern in Hendrik. Blinde Kuh. Blocken, was? Blockenspiel? Der Nutzer schmettert seinen Schild mit voller Wucht gegen einen Feind. Aber da bräuchte man aber ein Schild, hä? Axt der Angst, da muss die Axt angelegt sein. Axt, Schwert. Er fightet da mit Bierhänder. So, Kelly ist meine Küche, alles klar. So, was haben wir denn hier unten noch? Blindheit. Heilige erzeugt eine Haulung, die dafür sorgt, dass schwächere Monster die Gruppe meiden. So, hier haben wir Schwerter, Angriffskraft mit Schwertern erhöht. Ihm hauen wir den nochmal rein. Erik hat 13 Punkte, Boomerangs. Aber wir bleiben mal beim Messern. Diesere Messer steigert die Chance, aber nicht genug Punkte. Da brauchen wir den da. Da müssten wir jetzt den lernen, machen wir halt mal. So, was haben wir da drin? Feindlichen Angriffen ausweichen zu können. Haben wir zu wenig Punkte? Scheiße. Harfenspiel haben wir komplett. So, Waisenstäbe, da haben wir nur 2. Aggressionstraining erhöht den Schaden des Offensivzaubers des Nutzers verursachen. Erheblich. Was? Erhöht den Schaden? Das lese ich hier für den Käse. Erhöht den Schaden, den offensive Zauber des Nutzers verursachen, erheblich. Da könnte man schon was machen. Bei dem wollte ich haben, ne?
Knick, knack, knall. Purpurne Funken schützen ein einzelnes Gruppenmitglied vor Statusleiden. Sofort Tod Nachrichten. Nutzer sofort in die Welt der Lebenden zurückholt, wenn er stirbt. Welchen wollte ich denn jetzt? Den da? Den wollte ich erst, ne? Wir holen uns den. Ah, wenn du einen Zauber wirkst, besteht nun die Chance, dass du ihn zweimal wirkst. So, Rinaldo. Gib auf der Rest des Rosenblüten, die alle Feinde verwirren können. Und beidhändige Begabung. Haben wir jetzt wenig Punkte. Bei Monig. Waren bei Jade. So, warte mal. Dann muss ich hier Flinkheit. 7, 21, Scheiße. Entschuldigung. Chance auf Kräftigung. Durchlöchert eine Gruppe von Feinden. Kritische Speertreffer. Ah, öfter Kräftigung. So, komm schon.